lassen, liebe Gäste. Ich könnte mich jetzt eigentlich hier hinstellen und sagen, Eugen hat mir alles geklaut, hier ist es nämlich. So ist es natürlich nicht. Ich habe natürlich auch noch ein paar eigene parteipolitische Ansätze zu machen und die liegen vor allem darin, ich bitte darum, später einen Änderungsantrag dieses Papiers zu unterstützen. Das heißt, es ist im eigentlichen Sinne kein Änderungsantrag, sondern es ist ein Antrag, was einzufügen. Und zwar wäre das ein deutliches Zeichen vor der OB-Wahl, was wir an unsere Gera Bevölkerung setzen, von denen ein Großteil betroffen ist von den sozialen Härten dieses Staates, nämlich zumindest eine Testphase noch Ende des Jahres einzuführen für ein Sozialticket. Ihr werdet das dann von der Redaktionskommission vorgetragen bekommen. Das, was Eugen gesagt hat, das kann ich natürlich für unsere Partei auch voll unterstützen. Also wenn ich hier lese, gestern kam einfach die Idee, im Internet zu verkünden, man hat endlich jemanden gefunden, der rechnen kann in Gera. War das denn so gemeint, dass unsere jetzige OB nicht rechnen kann? Wie sich das alles zusammensetzt mit den Mitteln, darüber brauchen wir doch hier keinen mehr aufklären. Und dass man da auf bestimmte Dinge angewiesen ist. Vorgestern, Gera Allianz steht hinter der Kandidatin. Wo kommt die so schnell her, die Allianz? Ein CDU-Kreisvorsitzender, der sagt, in Gera ist seit 5 Jahren Stillstand. Der muss sich entweder nur in seinem Feuerwehrhaus in Aga rumtreiben. Ich weiß nicht, was er hier in der Stadt beobachtet hat, was hier vorwärts gegangen ist. Ich unterstütze die erneute Kandidatur von Norbert eindeutig und bitte euch alle, dass ihr am Ende eine ordentliche Quote bekommt. Dankeschön.